Hello Party People und herzlich willkommen zu meinem ersten Vlog seit 1,5 Millionen Jahren. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal die Kamera mit in den Alltag genommen habe. Ich wollte euch kurz erklären, was jetzt losgeht hier, was passiert. Also, ich habe ja im letzten Video erzählt, falls ihr das noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch das hier oben, warum Kevin und ich sehr, sehr gerne einen Neuanfang uns wünschen, aber noch nicht so richtig wissen, in welche Richtung es geht. Und wir einfach unsere Wohnung in Berlin gekündigt haben und einen Flug nach Bali gebucht haben. Und ja, das ist auch alle Informationen, die ich euch geben kann. Auf jeden Fall habt ihr dann in die Kommentare geschrieben, dass ihr Bock drauf hättet, dass wir die Kamera mitnehmen und euch zeigen, was bei uns abgeht und bei diesem Entwicklungsprozess. Kannst du mich in Ruhe lassen? Auf jeden Fall fand ich das sehr, sehr cool, weil ich das auch schon im Hinterkopf hatte, dass ich da richtig Bock drauf hätte, diese Reise zu begleiten. Also natürlich unseren Auszug und aber auch unsere Reise nach Bali, was dort passiert. Naja, und vielleicht auch, was danach passiert und wo wir am Ende landen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Also es wird bestimmt eine spannende Reise mit sehr vielen Ups and Downs, mit sehr vielen Lachern und schönen Momenten, aber bestimmt auch Tränen. Übrigens ist der Ton manchmal nicht ganz so geil in diesem Video. Ich bestelle diese... Kannst du mich in Ruhe lassen? Ich habe heute ein Mikro bestellt, um das Ganze ein bisschen zu optimieren. Ihr könnt mir natürlich auch immer schreiben, wenn euch was stört. Ich muss ins Film erst noch ein bisschen reinkommen. Ich habe das ewig nicht gemacht. So, und jetzt entlasse ich euch in unseren Auszug. Viel Spaß dabei bei Teil 1. Jaco und Kevin... Leben. Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem Auszugsvlog. Das letzte Video, was ich hochgeladen habe, ist quasi vor 5 Minuten entstanden. Ich fange jetzt aber schon mal an zu vloggen und euch so ein bisschen mitzunehmen. Falls ihr nicht wisst, was abgeht, ich verlinke euch das Video. Kann man hier oben überhaupt noch Sachen verlinken? Ich weiß überhaupt nichts mehr über YouTube. Da kommt Kevin. Der will gar nicht vor die Kamera. Der packt gerade schon die Sachen ins Auto. Seht ihr hier unten? Hier liegt so das Zeug, was wir jetzt mit zu meiner Mama nehmen. Lebensmittel, die wir nicht aufgebraucht bekommen haben. Dinge, die wir noch spenden und verschenken wollen. Und ein paar Pflanzen nehmen wir vielleicht mit. Denn das ist wirklich das Schwierigste, Pflanzen unterzubringen. Weil die kann man ja nicht einlagern. Die müssen ja gegossen werden. Und keine Sau will riesengroße Pflanzen von Jaco Wusch und Excessive haben. Ist klar. Wow. Das ist gerade der Stand der Dinge. Es geht jetzt los, ne? Ja. Schönheit. Halt's Maul. 2000 Jahre später. Hello Party People. Wir sind zurück in Berlin. Wir waren jetzt ein paar Tage bei meiner Mama. Wir haben uns da so zumindest mit unseren minimalistischen Habseligkeiten eingerichtet, bis es in 2 Wochen weitergeht. Morgen zwischen 9 und 15 Uhr, wir haben leider keine genaue Uhrzeit, kommt das Umzugsunternehmen, kann man es so nennen. Also die Einlagerungsboxen, wo man eine Wohnung drin einlagern kann, die haben auch so Leute, die halt dann das Zeug abholen und einlagern. Und das hat einfach total Sinn gemacht für uns, weil die natürlich auch genau wissen, wie man platzsparend packt, weil man nämlich pro Quadratmeter zahlt. Und wenn wir das da als Laien anfangen zu stapeln, dann haben wir wahrscheinlich am Ende 20 Quadratmeter. Obwohl die nämlich sagen, dass man immer ein Zehntel der Wohnung braucht. Also wenn man 100 Quadratmeter hat, dann braucht man zum Beispiel 10 Quadratmeter. Und wir haben mehr als 100 Quadratmeter. Diese Wohnung ist ja riesig. Aber wir haben halt relativ wenig Stuff und deswegen hat der Typ gesagt, bei der Hochrechnung, dass 10 Quadratmeter reichen sollen. Also Kevin und ich haben immer eine ganz klare Arbeitsverteilung. Ich bin die Person, die die Schränke leer räumt und alles einpackt und Kevin baut ganz gerne große Möbel ab. Ich weiß nicht, was Kevin gerade macht. Schreibtisch abbauen. Ist fun. Es ist 20 Uhr und ich bin gebrochen. Nächsten Tag. Oh. Guten Morgen, Leute. Es ist der Tag des Auszugs, des Umzugs. Einlagerungsunternehmen kommt jetzt gleich. Mein Körper ist gebrochen. Meine größte Angst hat jetzt gerade zugeschlagen. Kevin hat Migräne gekriegt. Der liegt im Bett, der kann gar nichts. Ja, und gleich kommen die Typen, die das alles einlagern. Und immer in solchen Situationen, wo so fremde Leute in die Wohnung kommen, die machen mich unfassbar nervös. Mir gehen die ganze Zeit so Gedanken durch den Kopf, wie die denken gleich bestimmt, das ist voll viel. Das ist nicht richtig eingepackt. Ich habe das bestimmt nicht richtig hingestellt. Kevin steht auch nicht so doll auf sowas, aber eigentlich schicke ich den dann immer so vor. Und das geht jetzt aber nicht. Und jetzt muss ich das gleich alleine mit denen machen. Und ich habe richtig Schiss. Also ich würde lieber diese ganze Wohnung noch dreimal einpacken, als da zu sein bei diesem Moment, wo hier gleich diese Menschen reinkommen und ich dann so mit denen
interagieren muss. Oh mein Gott, ist das eine Sozialphobie, oder? Oh. Ich hoffe, dass die sagen, das ist kein Problem. Das ist ja, das sieht überall so aus. Genauso nehmen wir die Sachen mit. Und ich kann dann einfach in der Zeit irgendwie Löcher zuspachteln, Wandradierer benutzen, so dass... Ja, weil ich kann mit meinem Rücken ja nichts tragen. Das ist mir auch immer unangenehm. Ich weiß, dass es eigentlich Geld kostet dafür, dass die das abholen. Aber ich denke dann immer, es wäre ja irgendwie anständig zu helfen. Aber ich kann halt gar nicht helfen, weil ich habe auch nichts kleine Dinge. Ich habe alles zusammengepackt, dass alles eigentlich schwer ist. Dann will man ja auch beschäftigt aussehen, damit man nicht wie ein Arschloch aussieht. Machen sich andere Menschen noch solche Gedanken? Ich werde jetzt mal drauf warten, dass die kommen und dann geht's los. So sieht es hier übrigens im Moment aus. Wir haben sozusagen drei Lager. Einmal diesen Haufen hier. Dann haben wir diesen Haufen noch. Dieses Riesensofa. Und dann haben wir noch dieses Zimmer. 6,5 Stunden später. So, es ist alles weg. Okay, fast alles. Crazy! Dieses Ding hier und diese Rollen, die hätten eigentlich noch mit reingemusst. Das sind diese Hintergründe, die ihr manchmal in meinen YouTube-Videos seht. Die sind halt super lang. Also das sind 3 Meter. Ich weiß nicht, wie wir die transportieren sollen und ich könnte jetzt zu euch sagen, die haben nicht mehr reingepasst. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, die Möbelpacke haben sie nicht mitgenommen und ich bin eine soziophobische Frau, die nicht gesagt hat, Entschuldigung, können Sie die auch noch mitnehmen? Sondern ich stehe daneben und lasse es einfach passieren. Obwohl es vielleicht gar kein Problem gewesen wäre. Ja, jetzt kann ich selber zusehen. Und dann am Ende haben die auch noch zu mir gesagt, in der ganzen Zeit, wo wir für das Unternehmen arbeiten, waren sie die netteste Auftragsgeberin. Da sieht man mal Eigen- und Fremdwahrnehmung. Und ich habe die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen. Wir haben übrigens von Kevins Papa einen Bulli ausgeliehen. Ich hoffe, dass wir da die große Pflanze heile hinkriegen. Die ist super empfindlich. Ich war eben schon wieder kurz davor, die zu verschenken. Ihr kennt doch diese Menschen, die so ein bisschen Probleme haben, auszusortieren. Und bei mir ist das genau andersrum. Ich bin so, ich würde eher Möbel verschenken, bevor die Möbelpacker noch was extra packen müssen. Ich habe einen meiner Lieblingsstühle eben verschenkt auf eBay Kleinanzeigen, weil ich dachte, irgendwie muss ich mich erleichtern. Ich habe zu viele Sachen. Ich wollte auch eben erst die Pflanzen schon bei eBay Kleinanzeigen zum Verschenken reinstellen und dann hat doch mein Herz irgendwie gesagt, aber du liebst die doch. Es gibt ja super viele Leute, vielleicht gehört ihr dazu, die sind so, dass sie Probleme haben, etwas abzugeben, was sie vielleicht gar nicht mehr brauchen. Und bei mir ist das andersrum. Ich muss ganz vorsichtig sein, dass ich nicht zu viel Dinge abgebe, wo ich hinterher eigentlich traurig bin oder es schade finde, dass ich sie nicht mehr habe, weil es mir so leicht fällt, einfach alles wegzugeben. Also ich fühle mich so gar nicht gebunden an Sachen, was ich eigentlich ganz cool finde. Aber manchmal wünschte ich auch, ich würde ein bisschen besser damit klarkommen, mehr Dinge zu haben. Zum Beispiel, als ich das letzte Mal umgezogen bin von der anderen in diese Wohnung, habe ich gesagt, dass wir 30 Kartons haben. Und dann haben mir Leute von euch geschrieben, dass sie alleine sind und 60 Kartons hatten. Und jetzt hatten wir 35 und halt die Möbel. Und als ich das alles auf einem Fleck gesehen habe, habe ich wirklich so ein belastendes Gefühl gehabt, dass das alles mir gehört irgendwie. So als würde mir das meine Leichtigkeit nehmen. Kann das jemand verstehen? Ich glaube, deswegen reise ich so gerne. Da hat man nur einen Koffer dabei. Das fühlt sich leicht. Inzwischen. Ich denke, ich brauche jetzt einen Bananenschnaps. Ich war letztens mit Sam auf Madeira. Auf jeden Fall war der Bananenschnaps da in einem Hotel. Und ich Likör ist das, glaube ich. Und ich trinke ja eigentlich gar nicht so Alkohol, außer ich bin jetzt auf einer Party. Da trinke ich schon sehr gerne und sehr viel. Aber ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der zu Hause Alkohol trinkt. Aber das ist so nice, das Zeug. Also solltet ihr jemals in Portugal und Madeira sein, gebt euch den Bananenschnaps. Prost. Ja, das Aufregendste am heutigen Tag ist wohl, dass Kevin eben Schüttelfrost gekriegt hat, bevor die Möbelpacker kamen. Und ich dann in die Apotheke gelaufen bin und einen Corona-Schnelltest geholt habe. Und der war positiv. Ich habe auch einen gemacht, der war negativ. Ich traue dem Braten trotzdem. Ich sollte keinen Alkohol trinken, wenn ich vielleicht Corona habe, ne? Auf jeden Fall liegt Kevin jetzt im Bett, hat Schüttelfrost. 38,5 Fieber. Normalerweise würden wir jetzt alles, was wir mit nach zu meiner Mama nehmen, in den Bulli packen und würden losfahren. Wir haben jetzt das Bett und die Matratze hier drin gelassen. Das Bett müssen wir dann wohl oder übel verkaufen oder verschenken. Und jetzt bleiben wir in dieser Wohnung so lange, bis Kevin... Also theoretisch wären wir heute ausgezogen, aber jetzt ist das unser Quarantänehotel. Gott sei Dank ist erst der 24. und wir müssten erst Ende des Monats raus sein. Also haben wir jetzt noch diese 6-7 Tage Puffer. Und ich hoffe, fingers crossed, dass Kevins Test in der Zeit negativ wird. Weil meine Mama ist ja auch schon über 60 und da würden wir jetzt auch sehr ungern hinfahren. Ja. Das war's jetzt erstmal von mir heute.
Ihr seid süß und klein und fein. Wir sehen uns bald wieder. Vielleicht wieder in Flieder. Bis bald, Rian.